So, willkommen zurück. Wir sind in der nächsten Folge. Weiter geht's. Luffy und Zonon. Wir sind auf dem Weg zum Bahnhof. Jetzt werde ich diesen Schmutzmantel los. Da komme ich nicht rein, oder? Ja, natürlich nicht. Was ist das denn? So, wir gehen mal weiter. Zum Bahnhof ist unser Ziel. Ich dachte, ich hätte mich voll. Ersten Major-Endgegner umgenietet. Servus, Alter, was geht bei dir? Glaubst du, Avalanche konnte entkommen? Ich finde, wir haben gerade genug eigene Sorgen. Ah, Yuffi ist im Herzen bei uns. Bei der Gruppe, bei Avalanche, bei Cloud, Barrett, Tifa. So, auf geht's. Yuffi, hast du alles erledigt? Wir kommen vorerst wohl nicht zurück. Ja, ist alles okay. Gut, dann wollen wir mal. Deine Hose ist offen, Digga. Das Letzte. Was ist hier los? Wie lange sollen wir denn noch warten? Was ist denn hier los? Derzeit operieren wir durch den Vorfall im Reaktor mit einer reduzierten Anzahl an Zügen. Zudem ist der Bahnhof in den Slums von Sektor 5 gesperrt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich warte seit Stunden. Das gibt's doch nicht. Hey. Jetzt nicht. Wegen der Explosion fahren jetzt weniger Züge. Wenn ihr den nächsten nicht kriegt, sitzt ihr hier fest. Ihr solltet euch also beeilen. Na dann, viel Erfolg und entschuldigt die Eile. Abfahrt! Alter, willkommen in Tokio. Also in Tokio ist es genauso. Ich kotze gleich. Ist dir schlecht? Geht schon irgendwie. Solange ich stehen bleibe zumindest. Lach nicht. Melfi ist auch immer schlecht geworden. Auf Schiffen und Chocobos. Züge wären wohl keine Ausnahme. Wer ist Melfi? Meine Schwester. Wir wurden zusammen von deinem Vater unterrichtet. Sie hatte großes Talent. Hatte? Kurz vor dem Frieden lief eine von Shinras Maschinen plötzlich amok. Melfi wollte helfen. Alter! Das ist meine Rache. Aber ich bin nicht deine Schwester. Eine ID für jede Gelegenheit. Oh. Kapitel 2. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Ach, wir sind schon im Shinra-Gebäude. Ah ja. Seht ihr mal die ganzen Leute an. Lass uns schon gehen. Mir wird sonst noch schlecht. Warten Sie, ich habe Fragen.
Sie arbeiten doch für Shinra, oder? Die Terroristen sollen als nächstes Sektor 7 im Visier haben. Haben Sie es wieder auf den Reaktor abgesehen? Hey! Treten Sie zurück! Da ist ein Aufzug. Lass uns gehen. Zeig, was du kannst. Ah, sehr gut. Das Zeug funktioniert. Komm schon, komm schon. Wartet mal. Oh, oh. Ach du Scheiße, Scarlett. Welche Etage? Keller. Waffenentwicklung. Nach unten. Vorsicht an den Türen. Wirklich? Was für ein Rückschlag. Von Wutai hätte ich mehr erwartet. Sich mit Avalanche zu verbünden und auf Terroranschläge herabzulassen. Dabei heißt es immer, die Wutaianer wären ein stolzes Volk. Ist wohl auch inzwischen Schnee von gestern. Die Wutaianer von heute sind nur noch lästiges Ungeziefer unter Shinras Stiefel. Oh, oh, die rastet gleich aus. Oder ihr stimmt mir doch ganz sicher zu. Natürlich. Ganz richtig. Die Lächeln steht dir. Sehen ja gar nicht so aus wie die aus Wutai halt. Moment! Nichts da. Ratten aus Wutai nehmen den Umweg. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich ein paar unserer neuen Waffen testen. Na, das ist ja super gelaufen. Das war meine Chance. Ich wollte gerade sagen, habt ihr die ja gleich mal im Aufzug gegeben. Das eben war die Leiterin der Waffenentwicklung. Ihre Maschine hat Melfi getötet. Beruhig dich, Sonnen. Bleib ruhig. Unsere Mission. Erinnere dich. Du hast recht. Tut mir leid. Schon gut. Ich kann deine Wut sehr gut verstehen. Sie hätte uns wenigstens sagen können, wo die Materia ist. Wo führt sie uns nur hin? Wir finden es schon heraus. Irgendwo muss dieses Labor ja sein. Materialeinchen, warte auf mich. Alright, let's do this. 16. Untergeschoss. Ah ja. Wir sind also richtig tief unten, Leute. Was für geile Musik, Digga. Right. Wir sind hier in einer Art Keller. Muss den Schmutz hier kaputt machen. Oh. Wow! Sieh dir das mal an, Sonon! Kriegsmaschinen, soweit das Auge reicht! Shinra scheint es echt ernst zu meinen. Das kann man über dich aber auch sagen. Na klar! Ich bin nämlich ganz anders als mein alter Herr. Roundhouse Kick. Nutzlose Jammerlappen. Ich mach immer ernst! Wie geht es, Meister Godo, eigentlich? Er wurde von der Übergangsregierung in den Knast geworfen. Da kann sich der Hitzkopf mal etwas abkühlen. Rede nicht so schlecht über ihn. Godo ist immerhin mein Lehrmeister. Ja, du hast recht. Reden wir über was anderes. Krieg mich sonst nur wieder auf. Zurück zur Mission. Langsam habe ich die Nase voll von eurem Gequatsche. Na, dann bring mal was hier. Wie wäre es stattdessen, wenn wir mit unserem Experiment beginnen? Aber nicht
dass Sie mir jetzt schon abgehen. Ich habe doch noch so viel für euch geplant. Testsequenz eingeleitet. Na dann, lass mal. Mit Kutai legt man sich nicht so einfach an. Ja, löschen wir sie aus. Here we go, man. Alter Schwede, Digga. Oh yeah. So, wir haben noch mal hier so einen rein. Double Attack. Bam, Junge. Level up. Okay. Okay, wer will jetzt aufs Maul? Ah. Monodrive. Alter Bekannter. Machst du schon? Aufzeichnung abgeschlossen. Ah ja. Nächster Test wird vorbereitet. Wow. Richtig heftig, der Gegner gerade. Ich hab zwei Hits oder so. Nimm das. Testsequenz eingeleitet. Beginn jetzt Aufzeichnung. Meine Drohne. Na, dodgen, wie gesagt, ein bisschen weird. Kampfgeist. Geht die Party ab! Come on, die Party, die Lu! That's it! Abkarten, jawohl. Das sieht doch gut aus. So sollte es gehen. Sondern, mach mir meine Räuberleiter. Na komm schon her. Dann zieh mal durch, Digga. Hau ruck. Und auf geht's. Sehr nice. Wir können jetzt die Leiter runterlassen und Sonon kann mit hoch. Jawohl. So, also hier kommen wir weiter. Ich gucke aber erstmal, ob hier noch irgendwas geht. Aber nö, mir scheint hier alles rasiert zu haben. Let's keep going. Mit Verlaub. Die beiden erreichen bald die Forschungsanlage. Verpiss dich! Lassen wir sie noch ein wenig. Finde heraus, warum sie hier sind. Oh. Du hast sie doch gesehen, oder? Der hat auch den besten Job. Um so weit vorzustoßen wie unsere dreisten Eindringlinge hier, braucht es mehr als nur Glück. Ninja aus Wutai. Noch grün hinter den Ohren. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Wir sollten sie herzlich willkommen heißen.
Ich werde mein edles Ross für seinen Einsatz vorbereiten. Halte mich derweil auf dem Laufenden. Ja. Deaktiviert die Stromversorgung. Was für ein Ross, Alter. Zugang zu geheimen Daten limitieren. Findet heraus, warum sie hier sind. Und verliert sie nicht aus den Augen. Zap! Alright. Materia! Wo bist du? Schrei halt um, Oma. Waffenentwicklung, Produktionsebene. Hm, rieche ich da etwa Materia? Endstation, Ratten auf Hutei. Endstation! Sollten wir mal die Waffen nachher mal upgraden. Lass mich mal. So, Wirbelsturm ist wieder am Start. In die Fresse! So, sehr schön. Ist aber ganz schön dunkel hier. Muss am Strom liegen. Die Anlage steht auch. Alright. Let's keep going. Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Aber manchmal die Upgrades, die machen wir. Ultimative Materia, normale Materia. Ich nehme sie alle. Ja. Bitte aktivieren Sie die zentrale Kontrollvorrichtung. Alles klar, mach mal. Wieder Strom herstellen, man kennt es. Stufe 1 des Hauptsystems aktiviert. Okay. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter wird ausgefahren. Ah, gecheckt. Jetzt können wir hochklettern. Was ist das hier? Ninja-Kanonenkugel. Das ist irgendwie eine neue Materie. Runde gedreht, Leute. Und da ist auch was aufgegangen. Effizientes Blocken. Hm. Ob wir hier irgendwie rüberklettern können? So, ich glaube hier. Also hier riecht's ja mal gar nicht nach Materia. Hier riecht's nach Wurst. Mal schauen, was hier so gibt. Schleife, Digga. Eins der besten Items, die es überhaupt gibt. Was ist eigentlich Ninja-Kanonenkugel? Mal wissen hier. Ja, was ist das? Ah, nice. Das ist für die Synchronisation. Alter, dieser Dämonenreif, der ist hot stuff. Roundhouse Kick in the house. So, warte mal. Geh mal hier rein. And another chest. Sehr schön. Wo Land? Armland. Schauen wir uns auch mal an. Also zum Thema Schleife. Verhindert Zustandsveränderung, erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung beim Einsatz von Magie. So, was ist das? Das ist Wo Land. Ja, das ist schon ganz nice, aber es hat halt nur einen Slot, also ist es Much. Kann man nicht brauchen. Kann man nicht brauchen. Oh, servus. Rang 3 Soldat, Digga. Ja.
So. Ist das, wenn Yuffie ihren Shuriken nicht in der Hand hält, kann sie mit Quadrat ihren Ninjutsu-Angriff aus der Distanz. Okay, das machen wir ja schon die ganze Zeit. Du erfüllst mich mit Ehrfurcht. Ehre. Genommen. Das ist ein bisschen Bulli. Aber egal, wir machen das lieber mal mit Roundhouse Kick. Jawohl. She got the power. So, ansonsten gibt's ja aber nichts, oder? Und da bin ich ja gekommen. Jawohl. We keep going. Also, Soldier Rank 3 war das jetzt hier. Shinra-Gegner werden stärker. Der geht gar nichts. Geht gar nichts. So, schon mal hier. Ah ja, was ist das hier? Transformer! Ninja-Kanonenkugel. Kann jetzt gar nicht raus. Down hier. Kann ich mal übel, Sono? Du aber auch. Wie sie sich gegenseitig ein, ja. Motivieren, nenne ich es jetzt mal. Hier ist ein new weapon. Stimmt, den Sonon. Okay, alles klar. Das sieht ja halt auch wieder aus wie Hojos Labor, nur. Ja. Stufe 2 des Hauptsystems aktiviert. Sehr nice. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter wird ausgefahren. Warte auf mich, meine geliebte Materie. Gleich bin ich bei dir. Sperre aufgehoben. Was gibt's da? Sieh an, was haben wir hier? Eine Schatzkammer voll Materia? Die alte, ey. So, schauen wir mal, was da gibt. Die Herrschaften. Identifikation erfolgreich. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Ah ja. Bitte zum Eingang vortreten. Was soll das denn? Ich will nicht trainieren. Ich will Materia finden. Du hast die Ansage gehört. Nur für eine Person. Sei vorsichtig, Chefin. Shinras Kistenkriegsspiel. Ah, komm, wir schauen mal rein. Wir schauen mal rein. Ja, ich kenne das Spiel. Yeah!
Ziel. Zu scheiße, ist richtig heftig gegen den Mist. Komm, Yuffie, mach jetzt mal hier kein Auge. Ich habe jetzt hier nicht auf Pastor geplägt, ne? Ja. Ja, geschafft. Da geht aber deutlich mehr. Auf Anhieb aber mal die 5000 und die... Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. So. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass hier bestimmt noch was geht, Digga. Könnten wir jetzt runtergehen wieder, aber wollen wir ja nicht. Wir wollen ja weiter laufen. So, let's go over this side. So, dann hier hoch. Na komm, Yuffie, ich mach jetzt kein Auge. Sehr schön. Oh, ich glaube, den Gegner jetzt. Ganz ruhig. Na, fällt mir ein. Hast du da Jawbone? Ja, hab ich. Oh. Du kannst ja... Was denkst du denn? Oh. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich auch. Schmeckt besser, wenn man nicht alleine ist. Ja, das finde ich auch. Alter, jetzt ziehen sich hier irgendwelche Stahlnüsse rein. Ha? Damit sollte es gehen. Okay, los. Okay, wartet mal. Worked. Noch rüber über den Balken. She got the moves. Der wurde alle. Der Wirbelsturm, ne? Der kann schon richtig Damage. Scheiße! Scheiße, Digga! Hat er aber aufs Maul gekriegt. Niemand entkommt dem Zorn der Ninja! Oder dem Zorn der Ninja. Phoenix down. Okay, that's it. Wir gehen mal hier gerade durch. So. Ich finde tatsächlich so ein bisschen wenig Story in diesem DLC bisher.
Wir wollen die Materie holen, mehr nicht. Ah ja, wir sind da, wo wir eigentlich hin wollen, glaube ich. Bester Sessel. Sonan! Guck mal, dort vorn! Diese Anlage ist viel größer als die unten. Das heißt, das ist die ultimative Materie! Abwarten. Mann, ich sehe nichts! Echt Licht! Ich brauche Licht! Es werde Licht, na dann. Ich glaube, da sind wir jetzt gerade reingekommen, jawohl. Dann einmal hier. Stufe 3 des Hauptsystems aktiviert. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter sind ausgefahren. So, dann lass uns mal zurück und uns die ultimative Materie vornehmen. Ich will da aber ehrlich sein. Ah, okay. Kann man nicht mehr hochgehen? Okay, alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier die ultimative Materie sein soll. Reinfall. Das ist keine ultimative Materie. Was ist? Alter, wo kommen die denn jetzt her? Verdammt nochmal! Ich will kein Megadist, ich will Materie! Gegen den wir das jetzt gemacht haben. Ganz deiner Meinung. Gleich ein Limit, dann sehe ich gleich Feierabend. Alter, was geht denn jetzt ab? In die Fresse, Digga! Roundhouse! Was hat der Sonon gerade mit denen gemacht? Holy shit. Hat er die zernudelt. Und? Worauf haben sie es abgesehen? Oh, ihr Verhalten ist widersprüchlich. Es gibt kein Muster, aber sie scheinen eine Materie zu suchen. Wirklich? Du willst mir im Ernst sagen, dass sie nur dafür bis hier vorgedrungen sind? Bisher sieht es so aus. Das enttäuscht mich jetzt aber. Egal. Stell mich zu ihnen durch. Ja. Ich hoffe, ihr amüsiert euch. Ihr habt euch ein Hologramm schon solch einen Schreck ein. So,
wo ihr extra von weit angereist seid, sollten wir drei etwas Spaß machen. Ich habe noch viel interessanteres Spielzeug als dieses Hologramm. Was wollen Sie? Je, jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Was ich will? Die Frage ist, was ihr wollt und ob es sich hinter dieser Tür befindet. Beeilt euch, ich warte. Was ist für eine Materie da? Was jetzt? Ist eine Falle. Das weiß ich selbst. Aber wir haben keine Wahl. Ganz deiner Meinung. Okay, wir sind weiter am Start. Wir haben hier eine ganz offensichtliche Falle gestellt. Ah, können wir sie nehmen oder können wir sie nicht nehmen? FP-Booster, okay. Richtige Mucktränke hier am Start. So, soll man auch noch Feuer machen? Dann ist das. We keep going. Ihr befindet euch in unserem Waffentestlabor. Toll, das war jetzt voll wasted. Naja, egal. Hier sammeln wir die Daten von Individuen, die unseren Persistenztest bestanden haben. Um auf ihrer Grundlage neue Waffen zu entwickeln. Schaut euch doch bitte ganz in Ruhe um. Persistenztest eingeleitet. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Was für eine Wahl, Digga. Ich hab zu viel Kohle, ja. Der Gegenstände. Ja, komm, Digga. So, einmal hier hinsetzen und dann. Here we go. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Was kommt jetzt? Hier die ganzen, das ganze Waffenlab durch. Achso, wir müssen nicht laufen, ich dachte schon. Probanden nähern sich dem Testgelände. Der Test beginnt in Kürze. Ah ja. Messung beginnt. Schon? Okay. Abgeschlossen. Nächster Test wird begonnen. Wann? Jetzt? Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Und weiter geht's. Wie gesagt, so ein bisschen mehr Story wäre schon irgendwie cool. Probanden nähern sich dem Testgelände. So ein kleiner Blick auf Mutai oder der so. Test beginnt in Kürze. Here we go. Next one. Oh, Sarah. Okay,
Erster Test ganz angekommen. Meins, Chefin. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Wir fahren jetzt aber nicht wieder zurück oder sowas, oder? Das ist ja schon irgendwie fies, weil du checkst halt nichts mehr, wo du bist halt. Das sieht so aus, als kämen wir von da gerade. Wann nähert sich dem Testgelände? Der Test beginnt in Kürze. Alright. Drohnen smashen ist da. Messung beginnt. Schon wieder? Abgeschlossen. Nächster Test wird begonnen. Bitte treffen Sie Ihre Wahl. Kann ich jetzt eigentlich auch zurückgehen? Nur mal so Interesse halber? Nee. Gut. Wir nehmen. Das ist quasi der Skorpion. Konfiguration wird eingeleitet. Motte, it's time. Kämpfen wir uns weiter durch. Absoluten Gegner. Es wird schön auf Distanz kämpfen, Freunde. Letzter Test, alles klar, Zeit wird's. Wurde langsam langweilig. Mal schauen, was das für einer ist. Eingabe bestätigt. Konfiguration wird eingeleitet. Here we go. So, links oder rechts? Oder geradeaus? Geradeaus wohl, ja. Woran nähert sich dem Testgelände? Hier sieht jetzt nichts so schlimm aus. Der Test beginnt in Kürze. Oh Gott, ich kenne den Gegner. Messung beginnt. Der Wirbelsturm, wir finden der Move haut schon gut rein. Hier seht ihr, schaut mal her. Kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, ich werde ein wenig zu stark. Was sagst du? Ganz wie du meinst, Chefin. Aber vielleicht war das auch ein wenig zu einfach für zwei Ninja. Ja, schwer war es nicht. Mehr hat Shinra nicht drauf. Glücklicherweise doch. Und ich habe hohe Erwartungen an euch, meine kleinen Bauertrappel. Ich verspreche euch, ich habe nur das Beste vorbereitet für unsere so weit gereisten Gäste.
mich schon ein. Here we go. Schicksalhafte Begegnung. Let's do this. You guys ready? You guys ready? Ich hab schon wieder verwastet meine Items, aber egal. Ich hätte es mir eigentlich denken können. So, weiter geht's. Endgegner-Time. War echt ein bisschen schade, dass mein Sohn noch nicht richtig spielen kann. Wo sind wir? Das Ding funktioniert nicht, oder? Oh doch. Das will ich zumindest hoffen. Herzlich willkommen, kleine Ninja aus Wutai. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt spiel dich hier nur nicht so auf. Ich weiß, dass du Schiss hast. Ach, meinst du? Vielleicht ja. Ganz Wutai ist voll mit solchen Ninja wie uns. Stell dir das mal vor. Eine gigantische Armee Ninja, die hier einfach so eindringt. Das wäre schrecklich. Dann müssen wir uns gut vorbereiten. Das bringt gar nichts. Jetzt sei doch nicht so. Gib uns eine Chance. So, it's game time. Ich präsentiere. Das ist das allerneueste Modell von Shinra Exometer. Natürlich von mir entworfen. Ja, das Vieh sieht ziemlich heftig aus. Genießt diesen aufregenden Kampf. Auch wenn es euer letzter sein wird. Okay, okay, cool, cool, cool. Wollen wir erstmal bleiben? Wie gehen wir zuerst auseinander? Ich mach erstmal die Dinger kaputt. Geh erstmal die Drohnen. Diese Musik, Digga. It's only renewed in time. Wirbelsturm, Digga, selbst. Erstmal die Dinger kaputt machen. Ansonsten haben wir ein Problem. Was ist das für ein Sprühfeuer hier? Oh. Nicht nur, dass er mich...
meine Waffe im Arsch. Und dann hol mal den Herr des Donners, Digga. Da geht einfach voll auf Rahmen los. Was denn noch alles? Alter, jetzt hat er auch ein Schwert, Digga. Aber Rahmen wird dir gleich richtig geben, Digga. Wow. Du willst doch richtig aufs Maul, Digga. Jetzt noch Schock. Und wenn dann Rahmen noch durchzieht. Runde und wahrscheinlich die letzte. Die Ready Zone. Will ich mal für etwas Abwechslung sorgen? Ah. Die ist voll da reingejumpt. Du bist so fertig. Du weißt es nur noch nicht. Ach was, noch eine Phase da? Alright. Was nehme ich als nächstes? Let's do this. Alter, jetzt hat er ein richtiges Monsterschwert mit Schild. Digga. Don't want to try. Let's send that bitch to hell. Weißt du was? Take this. Holy shit. Was wird das?
Was geht jetzt ab? Bist du endlich wach? Weiß. Was machst du an einem Ort wie diesem? Sie wollen meine Daten, um mich im virtuellen Raum replizieren zu können. Alles bereit? Übertragen? Was geht hier ab, Mann? Diese Narren von Shinra lernen es auch nicht. Dich auf irgendeine Art zu replizieren, unmöglich. Du scheinst dich prächtig zu amüsieren. Ja. Ich war schon zu lange nicht mehr auf der Jagd. Wie sieht der Typ eigentlich aus? Rede! Was war das? Die ganze Zeit dieses Rumgeschreie. Benimmt man sich so in Wutheil? Sunon, lass mal. Ich habe eine andere Frage. Wo ist die ultimative Materia? Stell dich nicht dumm. Ich weiß, dass ihr eine mächtige Materia gemacht habt. Ah. Ihr Ratten aus Wutheil seid ja gut informiert. Oder heißt das, dass wir einen Verräter haben? Was ist? Ich sehe kurz nach. Beeil dich aber! Es stimmt schon. Wir arbeiten an der Erschaffung einer prächtigen Materie. Aber sie ist noch nicht fertig. Du lügst. Darauf kann ich nicht rein. Es stimmt aber. Andere Projekte waren wichtiger. Und die Tests wurden verschoben. Andere Projekte? Nicht verraten, aber wir werden die Platte über Sektor 7 sprengen. Und schieben es Wutheil und Avalanche in die Schuhe. Was meinst du? Was für eine Platte? Oh Mann. Hä? Was zum... Steckt wohl ziemlich in der Klemme. Willst du ihm denn nicht helfen?